Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kürbel. Wie lange schon angedroht und von euch auch ziemlich oft angesprochen und um Himmels Willen, ihr habt ja recht. Heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich jetzt endlich mal ein bisschen um mein Satellitennetzwerk kümmern muss. Denn es treibt mich doch etwas in den Wahnsinn, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und um da irgendwie langsam mal ein bisschen Struktur reinzubekommen, habe ich gedacht, ich mache heute mal eine Folge, in der ich mich wirklich dem Satellitennetzwerk widme, es ein bisschen erweitere. Kam auch eine coole Idee auf oder ein cooler Tipp, dass man ja auch sowas wie Bodenstationen aufbauen könnte, also auch völlig valide. Und womit ich jetzt mal anfange, ist die COM-Satz auch wirklich durchzunummerieren, damit ich die in Zukunft auch ein bisschen besser unterscheiden kann. Das ist mal so mein, ich nenne es mal erster Schritt, um irgendwo mal ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Und dann werden wir in die Lücke, die da oben ist, auf jeden Fall noch mindestens einen Satelliten starten. Konkret kann ich euch das gleich mal zeigen. Wir haben quasi hier draußen ja einen Satellit, einen Satellit, einen Satellit und hier einen Satellit mit Abstand. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Lücke, die gedeckt werden muss, und wir haben hier eine sehr große Lücke. In die beiden würde ich gerne noch einen Satelliten starten. Und welchen Tag gäbe es da Besseres als heute? Und das Schöne ist, das ist eine relativ nette, angenehme Routine-Operation, nenne ich es jetzt mal. Also etwas, bei dem wir auch mal ein bisschen uns über Dinge unterhalten können. Zum Beispiel darüber, dass ich nächste Woche nicht da bin, sondern im Urlaub. für euch hoffentlich gar nicht schlimm, denn ich werde natürlich zusehen, dass ich ein paar Videos auf Konserve lege, also bevor ich in den Urlaub fahre, euch Videos aufzeichne und einen Veröffentlichungsplan fertig mache, dann sollte das normalerweise für euch relativ transparent sein, ob ich im Urlaub bin oder nicht, mit dem einzigen Unterschied, dass ich wahrscheinlich wenig bis gar nicht auf meine YouTube-Kommentare antworten werde, weil ich im Urlaub immer versuche, so ein bisschen auch, ich sag mal, meinen Internetkonsum stark zurückzuschrauben. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ich nicht mit euch reden möchte. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich mal Urlaub machen möchte. Und das funktioniert halt nur halb so gut, wenn man sich die ganze Zeit im Internet rumtreibt. Weil dann macht man hier noch was und dann könnte man ja an dem Video noch irgendwie ein bisschen nachbessern. Und hier noch, und dann ist der Urlaub auch schon wieder vorbei. Und damit genau das nicht passiert und mir meine Frau nicht den Kopf packt. Ja, ne? Genau. So, jetzt haben wir hier diese 4 Kommsatz. Ja, 1, 2, 3, 4. So, und jetzt heißt es, noch einen 5. und einen 6. Mal mindestens dazu zu packen. Wahrscheinlich hier sogar noch mehr, aber wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das geldtechnisch ausgeht. Und aber bevor wir das machen, machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug zu einem ganz anderen Satelliten, der sich hier langsam von uns entfernt. Der hat noch ein bisschen Zeit. Jetzt lass mich mal gucken, irgendwo ist hier auch diese wilde Alarmglocke da. Der hat noch 157 Tage Zeit, aber was an dem trotzdem schon ganz cool ist, der müsste mittlerweile richtig gut Abstand gewonnen haben. Aber wir haben mittlerweile fast 4 Sekunden Verzögerung. Sehr cool. Ich wollte mal was probieren. So, und zwar, ich mache jetzt mal SRS an. Also der hat eine Verbindung, aber das dauert jetzt halt ein bisschen. So, zack, SRS ist an. Verrückt. 4 Sekunden Verzögerung. Das ist mit der Steuerung natürlich schon mal ganz witzig. Jetzt passieren halt hier irgendwie Dinge. Keine Ahnung, wo der sich jetzt... Was tut der denn jetzt? What? Ich habe keine Ahnung, was er hier tut. Also ich drücke gerade keine Tasten. Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich nehme mal an, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie hier... Wie machen wir das? Orbit... Exec. So, was macht er jetzt gerade? Hold Orbit Prograde. Target Duna. Was weiß ich. Target. Hold Target Prograde. Zack. So, und ihr seht schon, wie hier auch die Zeit runtertackert. Target Prograde. Jawohl. So. Hold. So, und jetzt sollte der theoretisch dann auch irgendwo mal auf den Prograde gehen. Also es ist auf jeden Fall sehr witzig, schon mal zu sehen, wie
lahmarschig, dass hier alles funktioniert. Und ein schöner Nebeneffekt ist aber auch, das ist mir mal so im Nachhinein eingefallen, wenn wir mit dem Satellit angekommen sind und das mit dem Treibstoff sich alles so ausgeht, wie ich mir das ausgemalt habe in meinem kleinen Kopf, haben wir hier auch schon Relay-Antennen dran. Das heißt, wir können tatsächlich damit auch schon Funkverkehr am Mars oder an Duna sicherstellen. Das ist prinzipiell mal eine coole Sache. So, jetzt kramen wir mal aus der großen Mottenkiste den Satelliten raus. Der hieß ja quasi COMSAT 2.0. So. Ja, das hier war ja unser COMSAT. Wir haben mittlerweile jetzt mal das große Protective Shell. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall so ein paar kleinere Anpassungen machen. Also die ganze Geschichte hier kostet ja 41.000. Das ist prinzipiell natürlich auch alles vollkommen okay. Wir haben viel Strom, wir haben viel Bla, wir haben im Prinzip viel alles. Jetzt geht es halt nur darum, dafür zu sorgen, dass wir. Solche Antennen sind dran, dass wir hier nicht so kopflastig sind, weil das war bei der Rakete tatsächlich immer ein Problem, dass sie halt sehr kopflastig unterwegs war. Das können wir jetzt ein bisschen besser machen mit dem neuen Fairing oder mit der neuen Fairing-Größe. So, mal gucken, wie schmal wir das kriegen, ohne dass er uns killt. Come on. Na gut. Ha! So. Und damit können wir auf jeden Fall. So nicht. Ich will es nicht komplett. Das ist auch witzig, dass man es hier andocken kann. Wir können ja so fliegen. Es ist bestimmt unheimlich aerodynamisch. Also vermutlich ist es das nicht. Zack. Und ich würde jetzt mal sagen, wie viel Masse macht das aus? Nicht so viel. Einen relativ spitzen Ansatz nehmen, dass das nicht so plump oben ist, sondern wir halten schön. Schön smoothen. Ja, schöne smooth Aerodynamik haben. Jetzt weiß ich mehr, was ich sagen wollte. So, und dann haben wir hier quasi unseren Satellitenkram. Ich glaube, an den Sachen können wir jetzt noch gar nicht so viel drehen. Es hat sich technologietechnisch da nicht so viel getan. Das Einzige, was wir machen können, ich nehme mal so ein Thermometer mit. Einfach nur deswegen, dass wenn wir mal so ein. Science Data from Space Around Kerbin reinbekommen, können wir den dann über diesen Satelliten immer ganz schnell erledigen. So, und das wird dann quasi der fünfte COMSAT, den wir jetzt starten. Die Thrust-Weight-Ratio schraube ich nochmal auf 1,5 zurück. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Booster und wir müssen auch nicht ganz so schnell starten. So, und das sollte eigentlich relativ easy peasy sein. Denn, wir könnten noch dafür sorgen, dass das hier nicht völliger Pain in the Ass wird. Das war nicht so schlau. Sekunde. Ich wollte nämlich eigentlich eine Action Group zuweisen. Ach, guck mal, auf dem Gear ist schon Toggle Extend Panels, Toggle Panels, Toggle Antenna. Ja gut, dann ist ja alles cool. Also, die Gear Action Group ist es, die kann dann alles für uns tun. Cool. Sehr gut. Alles klar. Cancel. Save. Irgendwelche Einwände meinerseits? Ich überlege gerade. Prinzip ist das okay. Das Einzige, was mir jetzt gerade so ein bisschen auffällt, ist, da ist sehr wenig Kontrolle an dem Teil dran. Ich würde hier mal jetzt einfach noch so ein bisschen also, ne? Reaction Wheel mäßige Kontrolle ranbringen. So. Und den Rest lassen wir so. 44.000, das ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Preis für einen Kommunikationssatelliten. Das heißt, das ist preislich auch auf jeden Fall jetzt noch drin, ein, zwei von den Dingern zu starten. Und wir nehmen den jetzt einfach mal so, wie er ist, mit. Und gucken mal, dass wir den in eine der Lücken reinpressen. So, jetzt müssen wir natürlich einen guten Startmoment abwarten. Nämlich am besten, wenn wir über so eine Lücke sind. Ach so, ja, jetzt sind die Dinger natürlich geostationär, ne? Machen wir das am schönsten?
gucken. Jetzt haben wir hier einen schönen Relay über den Kommsat 4. Das ist gut. Das heißt, wenn wir jetzt starten, kommen wir mit dem Kommsat 4 mit, gehen raus und gehen dann in die Lücke rein. Das sieht wie ein guter Plan aus. Das heißt, wir machen jetzt unseren Start. Zack, zack. Gucken wir mal, wie diese neue Variante der Rakete so performt. Insgesamt das Fairing zusammen mit dem Links ist eigentlich richtig schlau. Also den Booster abwerfen kann ich verstehen. Aber das Fairing wegwerfen nicht. Also, das sollte jetzt deutlich weniger kopflastig sein, weil jetzt sieht das hier natürlich sehr einheitlich aus. Ne? Es ist jetzt hier eine sehr einheitliche Rakete und nicht dieses wird schmales, es wird wieder dick. Das war natürlich von vornherein so ein bisschen riskant. Ich mache mal die Aerodynamic Forces Overlays an. Mal gucken, ob man da ein bisschen was sehen kann. Also insgesamt sieht es relativ okayisch aus. Und jetzt habe ich vor lauter Gequatsche schon völlig vergessen, einen Gravity Turn zu machen, aber es ist ja eine Zeit. Also ich gehe jetzt mal auf zwei Drittel Schub und gucke mal langsam. Oh, guck mal, das sieht relativ okay aus. Also die bekommt zwar auch natürlich seitlichen Zug, aber auf jeden Fall in einem sehr angenehmen Rahmen. Also sie scheint auf jeden Fall bis jetzt keine, also die Rakete, sie, ne, mit sie meine ich die Rakete, scheint keine Tendenzen an den Tag zu legen, jetzt besonders kopflastig zu kippen. Sehr angenehm zu fliegen, muss ich sagen. Also bisher sehr angenehm zu fliegen. Jetzt haben wir gleich Booster Separation. Ich bin viel zu spät dran mit dem Gravity Turn. Bitte schlag mich nicht. Es ist mir absolut bewusst. Das ist durch das blöde Geschnacke schon wieder. So. War schon gerade Booster Sep, oder? Hallo? Keine Ahnung, was da jetzt los war. Na gut, also Booster Separation. Und jetzt holen wir die Kiste mal weiter rum. Denn wir sind ein bisschen arg steil nach oben unterwegs. Was auch irgendwie okay ist, aber ich denke auch mal, wir sind jetzt auf 37, 40 Kilometer Höhe. Eigentlich, naja, wir machen das mal nicht. Ah, sehr schönes Bild auch so, ne? Mit der Sonne. Wow. Also so, ich muss sagen, Scatterer hat auch schon seine schönen Momente, ne? Das ist gerade zu so ein Tief. Es hat auch seine schönen grafischen Bugs, also das muss man ihm auch lassen, aber es hat auch seine schönen Momente. Also so sieht das, ist das schon echt. Ist schon hübsch, ne? Ah, hübsch. Ja, und wo ich euch hier die Rakete so langsam in den Orbit hochschlawiere, ich mach mal das da weg. Clamshell Fairings, Best Fairings. So, und jetzt war es Gears, ne? Hat man gesagt. Das jetzt geklappt? Warum kann ich nicht Cheers machen? Jetzt habe ich Cheers gemacht. Sehr schön. Alles geht an, außer die blöden Antennen, ne? Hat überhaupt nicht funktioniert. Blödsinn. Na gut. Okay. Also, wir fliegen hier so vor uns hin. Ich sollte vielleicht ein bisschen höher mal fliegen, ne? Irgendwie habe ich gehört, wir wollen ja ins Weltall. Es kam ein cooler Vorschlag. Also, ich fand den wirklich cool in den Kommentaren. Ich habe einen ähnlichen Kommentar mit, wow, du hast ja voll die tolle Erzählstimme und so schon mal gehört. Kann ich jetzt natürlich nicht so nachvollziehen, weil für mich ist das halt meine Stimme, aber das müsst ihr beurteilen. Und jetzt kam halt letztlich der Vorschlag von Freaky, ich sollte mal ein Let's Read machen und Bücher vorlesen. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, auch weil ich ein großer Freund von Büchern bin. Jetzt wäre natürlich mal meine Frage an euch, und da dürft ihr gerne in den Kommentaren auch Stellung zu beziehen, ob ihr sowas interessant fändet, mal das auszuprobieren vom Format. Ich habe von dem Format natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe das noch nie probiert. Also einfach mal ein Buch vorzulesen. Und ich müsste mich dann natürlich auch, wenn da Interesse besteht, erstmal schlau machen, wie der rechtliche Rahmen dafür aussieht. Auch da kann ich euch jetzt noch nichts zu sagen. Da gibt es sicherlich auch wieder irgendwelche Copyright-Tüdelünz-Probleme. Aber wenn sowas für euch interessant ist, wäre ich auf jeden Fall bereit, diese Zeit mal zu investieren, da copyright-technisch zu klären, wie das aussieht, um dann natürlich auch mal was vorzulesen und zu probieren, wie das so insgesamt bei euch ankommt. Ja, also äußert euch da gerne mal zu. Ich bin ganz Ohr. Ansonsten muss ich noch sagen, ich hatte auch unheimlich viel Spaß. Ein bisschen brauchen wir noch. Ich hatte auch unheimlich viel Spaß an dem letzten Livestream. Den fand ich hammermäßig gut. Also dieses IVA-Fliegen, also in vehicular activity.
Also Innenansicht quasi aus dem Cockpit raus. Sehr cool. Also das wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das gemacht habe. Ich werde es mal wieder anbieten. Dann muss ich mir mal überlegen, was für Missionen damit realistisch innerhalb von einem Livestream machbar sind. Aber sehr, sehr cool. Schade, dass Hullcam gerade so ein bisschen spinnt. Weil mit Hullcam könnte man natürlich zusätzlich noch auch die Kerbals aus der First Person steuern. Also kann man auch, nicht nur könnte man, aber das Problem ist, dass alle meine Bugs, die ich hatte, mit Hullcam zusammengehangen haben. So, jetzt rotiere ich hier erstmal rum auf einer niedrigen Umlaufbahn. Und jetzt bin ich fast schon ein bisschen. Naja, das können wir mal machen. Also, ich gehe jetzt mal Prograde. Jetzt bin ich hier drüben und wenn ich jetzt hier meinen Orbit hochstrecke, ich muss ein bisschen weiter noch, ne? Die anderen rotieren weiter. Ich brauche noch ein bisschen stärkeren Winkel dafür. Also ich würde mal den anpeilen. Das dürfte jetzt so der Fall sein. Weil während ich hier rausdrifte, drehen die sich ja auch weiter. Also ich will ja irgendwo hier so hin. Hier so in dem Bereich auf jeden Fall. Dafür peile ich jetzt den an mit meinem Prograde Burn. Und hoffe mal inständig, dass meine kleine verrückte Idee funktioniert, dass sich das dann so verschiebt. Und wenn ich dann da oben auf dem Punkt bin, dann burn ich meinen Orbit halt quasi kreisrund an der Stelle und müsste damit dann theoretisch, also bin dann geostationär, also dann bewege ich mich nicht mehr. Vorher bin ich halt nicht geostationär. So, jetzt gucken wir erstmal, dass ich das hier ordentlich hinbekomme. Mac, Mac, Mac. Ah, ist fast ein bisschen spät gezündet. Na gut. So, jetzt würde ich hier nochmal ein bisschen Manöver. Und zwar verschiebe ich das jetzt mal hier rüber, dass ich irgendwo so hinter ihm lande. Zack, das machen wir noch. Geht das über den blöden Dings? Nee. 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 Im Prinzip ist es. Kill, no, surface, target. Directly at target. Nee, target ist es nicht. Es ist dann ein Orbit. Executes next maneuver node. Okay, also. Wir wollen Orbit Gradient Plus halten. Ah, jetzt ist meine Connection weggeflogen. Echt jetzt? Der kleine Satellit seine Verbindung verloren. Also ich habe zum Glück noch meinen Befehl absetzen können, dass er schon mal den Orbit hält. Ich habe ja jetzt nicht gerade die Verbindung verloren, ne? Kommt da gleich irgendwas zum Relayen durch? Hui, jetzt macht er aber komische Sachen hier. Okay, jetzt gucken wir mal, ob hier gleich wieder eine Connection noch kommt. Nee. Während ich das Comnetz baue. Oh, guck mal, ich habe Connection. So, jetzt. Alter. Kill. Kill Rotation. Kill Rotation. Bitte kill die Rotation. Alter. Mach mal an. Ich muss den Flight Computer ausmachen. Ich kann hier nichts mehr anmachen. Was ist mit dem Ding los? Alter. Ich glaube, der zerlegt sich gerade komplett, oder? Was ist denn hier los? Wollen wir den mal abboosten? In der Hoffnung, dass das dann ein bisschen besser wird. Alter, bitte. Was ist denn los? Kill Rotation Mode auf. Ah, fangen bitte. Fangen bitte. Es wird besser. Es wird ein bisschen besser. Komm schon. Fang dich. So, der dreht sich in die Richtung, oder? So, komm, langsamer, 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 ja, brav. Okay, also, Satellit gerettet. Jetzt machen wir noch das Manöver. Ist ja ein Wunder, dass da nichts kaputt gegangen ist bei der Aktion. Hui, so, korrigieren wir das noch ein bisschen. Sicher, dass das das richtige Manöver ist? Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich so falsch bin gerade.
Von der Position her. Ich burn das dann gleich nochmal hoch. Irgendwas stimmt da gerade mit dem Manöver nicht. Hä? Steuert ihr von der falschen Stelle? Das macht doch gar keinen Sinn. Control from here. Tatsächlich. Na gut. Dieses Manöver war kacke. So. Wir burnen das jetzt einfach mal wieder nach oben. Hier ist das gerade nicht ganz so gut, aber wir haben noch ein bisschen Sprit. Oh, wir haben gar nicht so viel Sprit. Sollte ein bisschen aufpassen, ne? So, was war das hier für eine Höhe? 2,8 irgendwas, ne? Ich vergesse das nochmal. 2,868 irgendwie so. 2,8. 6,5. 6,7. Reicht. So. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass wenn ich da oben ankomme, ich noch irgendeine Funkverbindung habe. Weil sonst werde ich gleich hemmungslos in die Atmosphäre stürzen. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Es sieht aber ganz gut aus von der Rotation her, dass ich eine schöne Position einnehmen kann. Ich habe jetzt auch so ein paar Relay Points, die gleich alle Netz haben sollten. Also insgesamt alles gar nicht so schlecht. Komm schon, nicht die Verbindung verlieren. Nicht komplett zumindest. Alter, das ist knapp. Ah, ich drifte ganz schön weit raus. Aber es könnte reichen, dass ich zudem eine Verbindung behalte. Ja, ja, ja. Okay. Sieht relativ gut aus. Ich habe noch ein paar Minuten bis zur Apoapsis, aber damit brücken wir den auch endlich wieder sauber ins Satellitennetzwerk rein. Das wäre richtig schön. Also wenn jetzt noch mein Treibstoff ausreicht, um das hier zu einer erfolgreichen, zu einem erfolgreichen Einfügen ins Satellitennetzwerk zu machen, dann wäre das doch schön. So. Das wird knapp. Das wird wohl nicht ganz reichen, oder? Um den komplett auf Höhe zu bringen? Bin mal gespannt. Habe ich hier irgendwie RCS dran? Nö, ne? Nö. Nur hoffen und beten quasi. Hoffen und beten. Naja, das wird er nicht ganz auf Höhe schaffen. Schade, dann habe ich hier so einen. Aber ich werde den dann in Existenz lassen, glaube ich, weil der ist dann halt da. Der rotiert dann hier halt ein bisschen raus. Ja, das war jetzt blöd durch dieses komische Kill-Rotation-Ding wahrscheinlich. Das hat es irgendwie kaputt gemacht. Na gut, aber da starte ich nochmal ein. Der hier ist ja nicht verloren. Also er ist nicht ganz umsonst. Ist jetzt leider nicht so geostationär, wie er sein soll. Ansonsten wäre die Position wäre schön gewesen. Aber meine Reaktion war halt falsch. Also meine Erkenntnis jetzt im Nachhinein ist, ich hätte im Flight-Computer dieses Kill-Rotation-Manöver abschalten sollen und SAS an, dann hätte er sich wahrscheinlich auch mit dem großen Tank wieder stabilisiert. Dann hätte ich noch den Schub gehabt. Habe ich jetzt aber falsch gemacht. Aber man lernt ja aus den Sachen, hoffe ich zumindest. Und wir haben damit jetzt erstmal einen weiteren Satelliten, der wild um Kerbin rotiert und immer mal verschiedenste Positionen einnehmen wird. Auch wenn das nicht ganz gewollt war. Und weil das so unglaublich erfolgreich war, würde ich sagen, starte ich direkt mal die nächsten Satelliten. Das ist dann ja quasi die Nummer 6. Weil insgesamt war das ja alles nicht falsch. Es lief ganz gut. Und ich würde sagen, was es für euch jetzt mal gibt, ist als Abschluss dieser Folge einen allseits beliebten Zeitraffer mit Musik, indem ich den und noch einen Satelliten in Position bringe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, genießt noch das Outro und wir sehen uns wieder am Freitag mit Hardcore Kerbal und vorher am Mittwoch natürlich mit dem Modding-Mittwoch. Habt eine schöne Woche und bis dann. Tschüss.
Das lief jetzt zweimal deutlich anders, als ich das geplant hatte. Und ich würde jetzt nochmal sagen, wir müssen uns in der nächsten Folge dringend nochmal mit dem Thema Geld und dem Thema Satellitennetzwerk beschäftigen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.